Hallo und herzlich willkommen heute wieder hier in meiner Bibliothek und nicht im Zaubersalon. Aber das wird sich ja vielleicht doch bald ändern. Mal schauen. Ja, ihr solltet ja für heute ein Maßband zurechtlegen. Ein ganz normales Schneidermaßband. Ihr braucht heute drei Büroklammern. 1, 2 und 3. Und ihr braucht ein Blatt Papier und etwas zum Schreiben. So. Und worum es geht, das werde ich euch dann erzählen. Denn heute stehen diese drei Herren im Mittelpunkt. Schauen wir mal, was nun geschehen wird. Also, ihr habt das Maßband. Setzt bitte die Büroklammern an drei verschiedenen Stellen auf einer Seite dieses Maßbandes. Also, zum Beispiel setze ich eine Büroklammer hier. Ich setze eine Büroklammer hier. Ich setze eine Büroklammer hier. Jetzt habt ihr drei Zahlen getroffen. 1, 2 und 3. Die schreibt ihr jetzt auf. Diese drei Zahlen schreibt ihr untereinander und addiert die Zahlen. Da habt ihr ein Ergebnis. Okay? Jetzt dreht ihr das Maßband um, denn auf der anderen Seite habt ihr ja auch Zahlen getroffen. So, und diese Zahlen, die ihr hier getroffen habt, die schreibt ihr abermals darunter. Die erste, die zweite und die dritte. Und die zählt ihr jetzt auch zusammen mit dem gerade errechneten Ergebnis. Und jetzt bekommt ihr ein Ergebnis raus. Und das ist das spannende Ergebnis heute. Und bedenkt dran, ihr habt die Büroklammern an auf irgendwelche Zahlen gesetzt. Da hatte ich keinen Einfluss drauf. Ihr wusstet noch gar nicht, worum es geht. Ihr habt diese Zahlen addiert. Ihr habt auf der Rückseite wiederum andere Zahlen getroffen. Auch da kann kein Mensch wissen, welche Zahlen ihr treffen würdet. Ihr habt die alle zusammen addiert und da kommt also jetzt eine Summe heraus. Und diese Summe, die steht in einem ganz bestimmten Zusammenhang mit diesem Bild. Denn erstens sind es drei Herren, die ihr hier seht. Und wie heißt eure letzte Ziffer von dieser gerade errechneten Zahl? Richtig. Und das sind keine drei irgendwelche Herren, das sind drei besondere Herren. Das sind nämlich die siegreichen drei aus dem Westernfilm. Und das Interessante, was ich dabei herausgefunden habe, ist, dass alle drei natürlich Westernstiefel hatten. Und jeder hatte eine ganz bestimmte Schuhgröße, nämlich die gleiche Schuhgröße. Alle drei hatten die Schuhgröße 45. Und jetzt schaut euch nochmal eure errechnete Zahl an. Wie lauten diese ersten beiden Ziffern in eurer Zahl? Richtig. Großartig. Damit habt ihr ein weiteres Geheimnis errechnet, herausbekommen von den siegreichen drei. Mit Dean Martin, mit Frank Sinatra und mit Sammy Davis Jr. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Nächstes Mal braucht ihr abermals einen Bogen Papier, ihr braucht einen Stift und ihr braucht einen Würfel. Und damit werden wir etwas ganz Besonderes wiederum zaubern. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine gute Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns dann am nächsten Freitag. Tschüss!